Willkommen zurück zu Terraria 1.4.1. Da sind wir wieder alle versammelt. Und heute, ich habe das Rätsel mit Tipps versehen, damit ihr es auch schafft, es zu lösen. Hoffentlich schafft. Ich habe das natürlich ganz schwer gemacht, damit ihr eure Gehirne anstrengen müsst. Und der Starthinweis ist da, wo beim letzten Rätsel, glaube ich, auch der Starthinweis war. Ah, okay. Guck mal, selbst der Starthinweis ist schon ein Rätsel. Allerdings nicht ganz so schwer. Na gut, was haben wir denn? Das ist was anderes jetzt, oder? Das war. Für wen ist denn das Rätsel? Wer darf denn mitmachen? Alle, die möchten, außer mir. Okay. Hä? Dann kommt dann Werwolf. Also, ja. Ach, weil wir Vollmond haben. Also, wir müssen dann zum Friedhof, wie es scheint. Ja? Ich hab's noch nicht gesehen, Johann. Wie kommen wir da ran? Muss die Truhe öffnen. Ja, öffne die Truhe. Geht nicht, die ist noch offen. Johann muss sie allerdings auch schließen, bevor du sie öffnen kannst. Sorry, Timo. Ja, Johann, danke, dass ich mitmachen darf. Das war nicht so böse genug. So. Der Friedhof. Okay, Johann, wollen wir zum Friedhof? Also die Leute interpretieren hieraus, dass sie zum Friedhof sollen. Ich hab einen Mooncharm gefunden. Cool. Hier ist irgendwas. Was siehst du? Weiß nicht, ich sehe Grabsteine. Okay, guck mal hier liegen. Ich sehe den Mülleimer. Was ist da denn los? Oscar steht da. Ah, Oscar. Oscar aus der Mülltonne. Geil. Da liegt kein Oscar drin. Kann man damit interagieren? Nee. Oh. Kannst du. Aber das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, würde ich sagen. Warte mal, vielleicht steht hier da was Grünes. Au, hier ist eine Truhe. Alex, was hast du getan? Wo ist eine Truhe? Ein Mimik. Ich hab's gesehen. Das ist ja clever. Warte mal, hier ist eine Schatztruhe. Keine Schatztruhe, ein Grabstein. Oh, ich hab einen Starcloak gefunden, den wollte ich schon die ganze Zeit haben als Magier. Ich glaube, Johann hat einen Teil gefunden gerade, Timo. Lass dir den mal erzählen. Komm mal her, Timo. Ich seh das. Ich bin da. Der unübertroffenen, innovative und geliebte Blablabla liegt hier begraben. Wir erinnern uns regelmäßig an diesen ehrenhaften Menschen. Ja, okay. Um ehrlich zu sein, Alex, dein Drache hat schon verraten, was hier ist. Mein Drache? Oh, shit. Der hat es. Ich mach ihn aus. Ja. Komm, Timo, siehst du? Nee, was denn? Den Grabstein hier. Ja, den sehe ich. Was ist damit? Was machen wir jetzt? Hast du ihn durchgelesen? Ja, lies dir mal den Grabstein durch. Ah, dick hier. Okay. Haha. Wow. Wer hat denn das gemacht, dass das jetzt erst sichtbar wird? Das ist ja cool. Ich hab's noch nicht gesehen. Okay. Okay, use it to find the two hidden messages on the surface. Also mal auf die Bank setzen. Goggles. Oh, hier sind so. Ja, was war das? Hier sind Goggles. Was explodiert denn hier? Also, frage ich mich auch, wer explodiert hier? Ja, ich explodiere. Warum explodierst du? Ist die Rüstung. Irgendwas ist noch was passiert. Boah, hier ist er. Also, jetzt ist ja ganz schön ordentlich hier. Krass. Jetzt habe ich meine Pickaxe da reingelegt. Ah, Timo, du hast das Buch vom Moonlord schon. Krass. So. Hat jemand meine Waffe eingesammelt? Was? Hat meine Waffe eingesammelt. Was für eine Waffe? Ich glaube, ich habe die Solar Eruption eingesammelt. Ja, das brauche ich. Ja, gebe ich dir. Das läuft nicht zu wiederum hier. Diese Werwolf. Wahnsinn. Huch, jetzt habe ich das. Und hat jemand noch meine Solar Pickaxe? Ja, komm mal her. Okay. Johann, wieso hast du die denn fallen lassen? Nee, ich habe. Verreckt. Ja, das auch. Die Werwölfe haben mich erschreckt, sondern die fallen. Okay, so, na gut. Und habt ihr es gelöst? Ja, irgendwas mit den Goggles muss ich jetzt suchen. Ein Defense. Okay. Was machen denn die Goggles? Weißt du das?
Also ich nicht. Okay, use it. Hier steht. Use it to find the two hidden messages on the surface. Also kann man das irgendwas lesen damit oder was? Ich hab jetzt. Legt da sein Buch da rein. Oh, Timo, ja, das ist mir auch passiert mit meiner Waffe. Also, die Goggles und das ist also hier, der Cyborg, ne? Ja, das kann man alles anziehen. Das ist aber Vanity, glaube ich. Okay, aber wir müssen, glaube ich, zum Cyborg. Wo ist der? Ja, wollen wir mal zum Cyborg gehen? Ja, der ist auf dieser Himmelsinsel. Folge okay. Mädchen. Folge dir. Oh Gott, ich muss auch hinterherkommen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Huch, wie schnell seid ihr denn? Auf einer Skala von 1 bis Mega. 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 Noch nicht. Bald, aber. Komm ich da oben hin? Warum seid ihr so schnell? Boah, ich kann nicht so weit fliegen wie du. Verdammt. Warum seid ihr so schnell? Weiß ich auch nicht. Johann ist so, hat seine komischen Flügel an. Dann Johann ist extrem ja. schnell. Ich komme überhaupt nicht so hoch. Ich auch nicht. Habt ihr nicht eure Flügel da? Bist du schon da, Johann? Eure Fragmentflügel. Noch nicht. Okay. Dann hole ich dich gerade ein. Oder ich sag mal, ich hole auf. Aber ich kann mir einfach ein. Oh, ich kann mit der Portal Gun einfach nach oben schießen und gehe einmal nach unten. Yes. Okay, oh, so. Clever, ich bin da. Huch! Ich flote gerade im All rum. Komme! Ihr könnt euch zu mir teleportieren, ich bin da, wo ihr hin wollt. Also beim Cyborg ungefähr. Okay. Also. Ja, was sagt er? Ich frag ihn mal. Happiness. Zero close proximity life science detected. This is fortunate. Nee, ich glaube nicht, dass das uns hilft, aber. Oh, er hat noch mehr so ein Kram, oh Gott. Erstmal einkaufen. Johann, hast du noch eine Idee? Guck mal, vielleicht. Wenn ihr keine Idee habt, kann ich euch einen Tipp geben. Dann gib mal einen Tipp. Also es ist, das Rätsel ist so gebaut, dass es alle gleichzeitig machen können. Es ist nicht so, dass irgendwie nur einer das gerade lösen kann. Okay. Also zwei Dinge sind hier auf der Oberfläche. Das ist tatsächlich irgendwie unter einem. Der Tipp ist im Prinzip dafür da gewesen, um eine Annahme, die ihr vorhin getroffen habt, zu widerlegen. Widerlegen? Ja, sie hat vorhin eine Annahme gemacht, die nicht stimmte. Mit dieser. Mit der Brille was finden kann. Ja, wenn wir angenommen, dass es nur eine Brille gibt, anscheinend hast du eine Brille gefunden, Johann. Ich weiß das nicht. Und dann hätten wir nur eine Brille und dann könnte das ja auch nur einer machen. Aber die Brille macht, hat die einen Effekt, Johann? Oder? Nö, eigentlich nicht. Das ist nur ein Vanity halt. Also ein Helm mit einem Defense. Cyborg Helm. Jetzt sind wir einfach zu doof. Ich räume mal die Ausrüstungspuppe hier auf. Use it to find the two hidden messages on the surface. Hidden messages. Ach,
da ist Johann. Hallo. Two hidden messages on the surface. Was könnte uns denn helfen, Messages auf der Oberfläche zu finden? Also fliegen können wir ja schon. Ja. Also alles... Alle... Ach, egal. Ihr sagt das schon, ihr findet das schon raus. Ah, Rumpel liegt da begraben, der arme Rumpel. Den hast du doch da begraben. Ja, trotzdem kann ich doch jetzt noch trauern. Jemanden begraben heißt ja nicht zwangsläufig, dass man den auch getötet hat, oder? Das wär's ja. Eine Oberfläche. Hey, lass meine Fackeln da. Was macht ihr da? Nehmt ihr alles auseinander? Find two hidden messages on the surface. Vielleicht kann man irgendwas draus bauen. Das könnte sein. Das erschreckt mich jedes Mal, wenn du explodierst, Johann. Ich habe immer Angst, dass hier alles kaputt geht dann. Also alles, was ich platziert hatte, hatte tatsächlich auch einen Sinn und Zweck zu erfüllen. Okay. Was war denn hier alles, Johann? Also ich habe jetzt nur die Cyborg-Rüstung gesehen. Genau, das war die Cyborg-Rüstung und in diesen, diesen Kasten hier oder in dieser Wandverzierung war eine Brille drin. Also eine Brille und Cyborg-Rüstung. Huch, jetzt ist das Ding ja nackig. Wie kann man irgendwas machen? Kann man hier... Ja, ein Biom, das dem irgendwie nahe kommt. Nee, oder? Hey, warum klaut ihr immer meine Fackeln? Ach, die kann man mitnehmen, das kann man mit interagieren. Ich hab die gar nicht kaputt gemacht. Doch. Entschuldigung. Vielleicht noch mal... Macht nichts, ich hab noch mehr. Wir interagieren mit was auch immer hier gerade ist. Ah! Was macht ihr da? Entschuldigung. Timo macht Schabernack mit Portalen. Schön wieder, Team. Ja. Zu uns noch einen Tipp geben? Irgendwie komme ich nicht drauf. Den Zusammenhang mit den Cyborg und den. Okay, was sind denn noch hier für Sachen, die ich versteckt habe hier? Oder die ich hier hin. Ja, die waren ja versteckt ursprünglich, bevor ihr es gefunden hattet. Das waren ja nur zwei Sachen. Also ich sehe hier mehr als zwei Sachen, ehrlich gesagt. Meinst du jetzt einen Raum oder was hier? Ja, was sehen wir da noch? Kann ich da hinsetzen? Was ist denn da noch? Was habe ich da noch hingestellt jetzt? Na gut. Tisch, eine Bank, ein Stuhl. Das ist eine Workbench. Ah, warte. Ich glaube, ich weiß ungefähr, was Jesus sich gedacht hat. Das ist dann auch so eine Art Karte dann gewesen. Also die... Der Cyborg ist dann die Insel da oben. Aber die Bank sagt mir nichts. Also, du willst sowas wie du letztes Mal gemacht hast mit dieser Truhe und dem Elevator und so. Das war cool, ne? Aber ich mach doch nicht zweimal das gleiche Ding für Johann. Okay, dann ist es nicht das gleiche. Na gut, darauf habe ich irgendwie. Ihr könntet auch die Sachen wieder zurückstellen. Also die Sachen, die ich hier hingelegt habe, die braucht ihr nicht, um das Rätsel zu lösen. Die sind nur als Hinweise gedacht gewesen. Okay, dann also pack ich sie nochmal. Eher non-destruktiv gedacht gewesen. Ja, jetzt sieht es wieder fast aus wie vorher, nur dass ich noch mehr Fackeln dazu gestellt habe. Huch, was ist mit Timo los? Er ist gefangen. Was ist denn da wieder mit Timo los? Okay, mit Fackeln. Also die Fackeln gehören eigentlich nicht dazu, die habe ich jetzt nur hingestellt, damit wir hier was sehen können. So. Ja. Also. Ja. Unfassbar. Also eine Bank. Genau.
Also es ist nicht das Schwarz. Was soll denn der Tisch dann darstellen? Bibo und Krümelmonster sind hier gestorben. Oh. Timo erinnert sich zurück an damals, als wir den Graveyard gebaut haben und die Sesamstraßen. Das kenne ich doch gar nicht. Das kennst du noch gar nicht. Wir haben irgendwann den Graveyard gebaut und auf jedes Grab steht, auf jedem Grabstein irgendwer von der Sesamstraße drauf. Ja, okay, Entschuldigung. Na gut, ich würde sagen, wir machen sonst nochmal eine kleine Pause und ich gebe euch nochmal einen Tipp. Und dann machen wir es in der nächsten Folge fertig. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Tschüss. Ciao.